Hallo, ich bin jetzt hier mit Ralf Schumacher. Ralf, du warst der beste Mercedes-Benz-Fahrer im freien Training. Großartig gestern. Im Qualifying gestern warst du nicht ganz so gut. Bist du trotzdem ganz zufrieden damit? Ist natürlich schade, dass ich das Potenzial nicht so ausnutzen konnte wie im freien Training, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr zufrieden. Das Auto ist sehr gut, also sollte es auch ein starkes Rennen werden. Du hast jetzt einen Neuwagen, ein 2009er Modell. Können wir da noch auf ein Podium hoffen? Das ist auf jeden Fall das Ziel. Man muss natürlich da sagen, dass man sich im Qualifying noch ein bisschen verbessern muss, aber das wird jetzt von Rennen zu Rennen besser. Von daher bin ich da noch sehr optimistisch. Norbert Haug ist auch sehr optimistisch, denn er will dich auf jeden Fall in der nächsten Saison haben. Wie sieht's da aus? Also ich denke, dass wenn wir beide uns da einig wären, da nichts im Wege stehen sollte, weil ich eigentlich sehr, sehr glücklich und zufrieden bin mit Mercedes und es mir verdammt viel Spaß macht, in der DTM zu fahren und ich noch lange nicht da angekommen bin, wo ich hin will. Also von daher brauche ich da noch ein bisschen Zeit, da ergibt sich das ganz gut. Sehr schön, vielen Dank, Ralf Schumacher.